Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von XXL Info. Mein Name ist Andreas Klamm und hier die Themen der heutigen Ausgabe. Sie erinnern sich, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 9. März 2001, kam es zu einem Störfall in der BASF-Kläranlage. Entwarnung im BASF-Störfall Ludwigshafen. Der Störfall in der Kläranlage der BASF hat bislang zu keiner Gefährdung des Rheinwassers geführt. Seit heute Nacht 2 Uhr sind 33 Anlagen des Chemiekonzernes abgestellt. Diese bleiben vorerst außer Betrieb. Die Produktion 19 weiterer Betriebsanlagen bleibe vorsorglich gedrosselt, erklärte der Arbeitsdirektor des Ludwigshafener Chemiekonzerns Helmut Becks heute Mittag auf der einberufenen Pressekonferenz im Rathaus. Den Wasserflöhen und Fischen gehe es gut. Alles liege im grünen Bereich, was die Toxizität anbelange, versicherte Becks. Allerdings seien etwa 10% der Anlagen der BASF durch die Stilllegung und Drosselung der Betriebe betroffen. Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte gab Entwarnung. Nein, es hat keine Gefährdung vorgelegen und wir erwarten auch keine. Wir ziehen unser Trinkwasser nicht aus dem Uferfiltrat. Also Ludwigshafener Bevölkerung ist bezogen aufs Trinkwasser in keiner Hinsicht gefährdet. Völlig unklar nach Angaben Becks sei die Ursache, die zur Störung im Rahmen eines Umstellungsverfahrens der Kläranlage auf umweltfreundlichere Nitrifikationsbedingungen geführt hat. Mit dem neuen Verfahren, das seit Monaten laufe, wolle die BASF eine Reduktion von Ammonium-Stickstoff-Wasserstoff-Verbindungen im Abwasser erreichen. Seit heute früh 11 Uhr fahnden Biologen und Umweltexperten nach möglichen Ursachen und beraten über weitere Maßnahmen heute und morgen am Samstag. Die Klärleistung der Kläranlage sei zu 70% gewährleistet, versicherte Becks. Ziel sei es, die Kläranlage so schnell wie möglich wieder zu stabilisieren. Zu welchem Zeitpunkt die außer Betrieb genommenen Anlagen wieder in den Normalbetrieb gehen können und über den für den Chemiekonzern entstandenen Schaden konnte der Arbeitsdirektor des Ludwigshafener Werkes noch keine Angaben machen. Für den Arbeitsdirektor Helmut Becks vom Ludwigshafener Stammwerk ist alles im grünen Bereich. Die Biologie ist ein sehr sensibles Gebilde und da ist es zu einer Störung gekommen, die wir uns heute noch nicht genau erklären können. Wobei wir aber wissen, dass Anlagen, auch kommunale Anlagen, die so umgestellt wurden, auch Probleme gezeigt haben. Was schätzen Sie? Also wir wissen, dass die Kläranlage aktuell eine Klärleistung von rund 70% hat. Wir haben unsere Frachten zurückgenommen. Insofern geht eine etwas höhere Menge Ungeklärtes oder schwach Geklärtes durch. Ist aber kein Problem, weil alles, was doch drin ist, vom Rhein sehr, sehr schnell geklärt wird. Also es hat keine Auswirkung auf die Qualitätsspeicher der Trinkwasser. Aber wir haben rund 10% der Anlagen abgefahren, stillgestellt. Und das ist ein ziemlich massiver Eingriff in unsere Produktionsstruktur. Das haben wir gemacht, um eben den Wasserschutz garantieren zu können und haben nochmal die rund knapp 20 Betriebe gedrosselt, um einfach die abwasserfrachtlichen Kläranlagen zu reduzieren. Ja, in der Nacht hatten wir, im frühen Morgen, so gegen 4, haben wir da die schlechten Werte. Und daraufhin haben wir eben diese ganzen Maßnahmen ergriffen. Und wir sehen jetzt eine Verbesserung der Klärfähigkeit der Anlage. Und das ist die richtige Richtung, die müssen wir weiter verfolgen. Aber wir sind weit weg von jeder Fischtoxizität. Das heißt, die Fische, Wasserflöhe, die wir alle untersuchen, die sehr sensibel sind, sind alle topfit. Also wir haben kein Problem im Moment. Und dies ist wichtig für uns, denn die Hinweise, dass die Lebewesen im Wasser fit sind, heißt für uns, dass die Wasserqualität gut ist. Und das heißt auch dann für die Wasserentnahme, alles okay. Wir messen keine kritischen Situationen. Worms, also die Landeswasserüberwachungsstelle, misst nichts Kritisches. Insofern im Moment alles im grünen Bereich diesbezüglich. Ja, wir können zu den Ursachen leider im Moment noch nichts Definitives sagen. Wir haben gewisse Vermutungen, aber wir haben ein Expertenteam eingesetzt, was sich mit diesem Thema beschäftigt und wir hoffen, in 1-2 Stunden die ersten Empfehlungen zu bekommen. Der Krisenstab der Region wurde gestern Abend um 22.45 Uhr alarmiert, nachdem erhöhte Werte organischer Kohlenwasserstoffe im Wasser gemessen worden waren. Ein weiterer ausführlicher Bericht folgt im Magazin XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar, in diesem Kanal. Das war unser Archivbeitrag.
Unser Beitrag vom 9. März haben Sie am 9. März gesehen. Hier der Arbeitsdirektor des Ludwigshafener Chemiekonzernes BASF mit den Einzelheiten. Ich nenne ihn mal, was die Luft zu fahren kann. Da geht es darum, Ammoniumfracht, also Nitrate, verstärkt aus dem Abwasser abzubauen. Dieses ist eine Zielrichtung, die wir uns vor allen Dingen auch im Land Rheinland-Pfalz gegeben haben, um eben eine verstärkte Düngung der Gewässer zu unterbinden. Das ist ein anderes Verfahren, ein erweitertes Verfahren als das einer konventionellen biologischen Kläranlage. Das ist gekennzeichnet durch zwei wesentliche Veränderungen. Einmal eine wesentlich höhere Klärschlammkonzentration, also Biologiekonzentration. Zweitens Eintrag von Sauerstoff in Form Einblasen von Sauerstoff in die Klärbecken. Dieses Verfahren erproben wir seit geraumer Zeit mit internationalen und vor allen Dingen mit deutschen Experten von Hochschulen, also aus der Forschung. Und wir haben über Monate hinweg Versuchsfahrten gemacht. Die längste Phase war 3-4 Jahre in einem unserer großen Becken. Wir sind der Überzeugung, dass wir dieses Verfahren anwenden können und wie gesagt sind seit einiger Zeit dabei, unsere Kläranlage auf diese neue Fahrweise einzustellen. Wir bekamen gestern Nachmittag Hinweise, dass die Kläranlage atypische Zeichen zeigte, die aber nicht besorgniserregend waren, denn beim Umstellen auf diese Fahrweise gibt es erhöhte TOC und DOC Werte im Auslauf der Kläranlage auf die Definition, die darüber gleich noch eingehen. Wir haben dann mit Fachleuten überlegt, was könnte der Grund sein, warum die Kläranlage sich derzeit so verhält, haben eine Reihe von Maßnahmen, vor allem im Sinne der Erprobung im Labor und so weiter, festgelegt und haben dann die Fachleute machen lassen und damit war die Sache für uns erstmal erledigt. Bis gestern Abend 22 Uhr. Doch stiegen die Werte doch stärker an, als wir vermuten konnten aufgrund unserer Erfahrung. Dann haben wir als BASF den Krisenstab einberufen, der dann um 22.45 Uhr aktiv war. Kurz darauf hat die Stadt, die beiden Städte im Krisenstab etabliert. Die Kommunikation war sichergestellt. In der ganzen Phase hatten wir engen Kontakt mit der Wasserbehörde Neustadt und mit den Kollegen aus Mainz. Wir haben dann in der Nacht sehr genau beobachtet, was die Anlage macht und mussten feststellen, dass die Auslaufwerte bezüglich TOC und DOC weiter anstiegen. Diese Situation und die Kläranlage damit in eine Klärleistung zurückfiel, auf eine Klärleistung zurückfiel, die in etwa Größenordnung 50% bedeutete. Das war natürlich dann ein klares Signal für uns zu überlegen, wie können wir reagieren, wie können wir handeln, um die Belastung letztendlich auch im Rhein zu minimieren. Und wir haben um 2 Uhr begonnen, eine Reihe von Anlagen abzufahren. Wir haben bis dato rund 33 Anlagen im Werk abgestellt und haben bei 19 Anlagen, zusätzlich 19 Anlagen, unsere Produktion zum Teil und damit Abwasserbelastung zum Teil drastisch gesenkt. Diese Auswahl des Abstellens der Anlagen oder Einschränken der Kapazitäten richtete sich im Wesentlichen nach drei folgenden Kriterien. Einmal die Toxizität der im Abwasser enthaltenen Stoffe. Denn wenn sie weniger geklärt durchgehen, müssen wir damit rechnen, dass sie eben ins Rheinwasser gelangen. Und zum Zweiten die TOC-Fracht, also gesamtorganische Kohlenstofffracht, im Abwasser aus einer spezifischen Anlage. Wir haben mit dieser Maßnahme die Belastung der Kläranlage bezüglich der organischen Kohlenstoffe um gut 25% reduziert und haben die Wasserfracht um rund 30% reduziert. Eine Kläranlage ist ein Gebilde, was sehr langsam reagiert. Das sind gigantische Massenströme. Unsere Kläranlage hat ein Einwohner-Äquivalenz oder Bürger-Äquivalenz von, ich glaube, 5 Millionen in dieser Größenordnung. Also es ist eine gigantische Anlage, die sehr große Todzeiten hat. Das heißt, wenn ich an einer Schraube drehe, brauche ich Stunden, um zu sehen, was passiert. Und unsere mittlere Durchlaufzeit, um eine Maßnahme zu erkennen am Ausgang, ist beträgt zwischen 5 und 7 Stunden. Dies macht das ganze Geschäft für uns Beteiligten
ob Stadt oder BASF, nicht einfach, sind ziemliches. Man braucht gute Nerven, sage ich, weil man warten muss. Wir haben dann im Laufe des Vormittags festgestellt, dass unsere Maßnahmen in der richtigen Richtung wirken. So haben wir unsere TOC-Konzentration, die im Höchststand heute Morgen zwischen 2 und 4 Uhr 180 Milligramm pro Liter war, derzeit reduziert auf 130, also 50 Einheiten runternehmen können. Und ebenfalls haben wir DOC, das ist das größte organische Kohlenstoff, stabilisieren können mit dem Trend der Abnahme. Das heißt, diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben einmal die Frachten auch am Auslass der Kläranlage deutlich reduziert. Zweitens geben sie uns erste Hinweise, dass die Bakterien wieder aktiver werden in unserer Kläranlage. Und wir werden drittens, und das wird das Thema sein, was wir sicherlich heute, morgen und übermorgen noch diskutieren müssen, welche Maßnahmen können wir zusätzlich ergreifen, um in der Kläranlage stabilere Zustände oder den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Wie gesagt, die Anlagen bleiben bis auf Weiteres abgestellt und wir werden auch später diskutieren, wie wir weiter vorgehen werden in dem Betrieb. Das aus meiner Sicht mal die Darstellung des Szenarios und ich denke, dass Herr Röber sicherlich noch einige Ergänzungen dazu geben kann. Ja. TOC im Auslauf der Kläranlage nochmal. TOC ist der gesamte organische Kohlenstoff und DOC ist der gelöste organische Kohlenstoff. Also wenn man den Kläranlagenauslauf über einen Filter laufen lässt, erhält man den DOC und wenn man das Rohwasser nimmt, erhält man den TOC. Die Entwicklung von gestern Abend 18 bis 20 Uhr, die untere Kurve von der Größenordnung von 60 bis 70, den ständigen Anstieg, der Wechsel erwähnt ist bereits, dass wir dann um 22 Uhr haben, der Anstieg geht weiter voran und hier muss was geschehen. Und Sie sehen auch, dass wir im Laufe der Nacht und insbesondere des heutigen Tages, wir haben jetzt noch zwei Werte, die noch nicht auf dieser Folie sehen, von 10 Uhr bis 12 Uhr, dass wir auf einem Niveau wieder angelangt sind und das Niveau stabilisiert haben. Das gleiche gilt für TOC. Sie erkennen an dem oberen Punkt, auch an dem Knickpunkt, den Zeitpunkt, wo wir die Flockungsart und Weise in der Kläranlage, also die Zugabe von Absetzhilfsmitteln, um die Abscheidung in den Leerbecken zu verbessern, die sich bemerkbar machen. Von da an geht auch das Absetzbare drastisch zurück. Die Frachten im Auslauf der Kläranlage sind in Relation zu dem, was wir normalerweise in den Reihen abgeben, um einen Faktor 3 erhöht. Die Zusammensetzung des Abwassers enthält nach unseren Analysen sehr viel leicht abbaubare Komponenten. Diese leicht abbaubaren Komponenten können im Rhein relativ schnell abgebaut werden. Wir haben parallel zu den Analysenergebnissen gestern Abend noch und das kontinuierlich über die ganze Nacht bis heute auch andere Tests angesetzt, um die Eigenschaften des Wassers besser beurteilen zu können. Fischgiftigkeit und Daphnien sind Wasserflöhe. All diese Indikatoren zeigen bis zum jetzigen Zeitpunkt keine signifikante Veränderung zu dem normalen Zustand. Dies wird auch bestätigt durch die Rheinfilterstation in Worms. Und Herr Wiel sitzt hier da im Raum, da kann das sich auch nochmal bestätigen. Wir hatten ständigen Kontakt über die ganze Nacht. Es gab keine signifikanten Veränderungen gegenüber dem normalen Zustand der Rheinfilterstation. Vielleicht, um Ihnen ein Gefühl zu geben, wie sieht das im Normalzulauf oder im Normalbetrieb der Kläranlage aus? Hier eine Periode hier vorne Mitte Februar. Dies ist Zulauf der Kläranlage. Wir sind also gerade auf einem Niveau von 400. Und wenn Sie das vergleichen mit dem Wert, den wir jetzt erreicht haben, so entspricht das dieser 25%igen Reduktion im Zulauf der Kläranlage. Und dazu den Ablaufwert. In der Größenordnung zwischen 30 und 40 Milligramm pro Liter DOC. Das sind also die normalen Werte, die die Kläranlage über viele, viele Jahre immer so aufweist. Es gibt immer mal kleine Schwankungen, aber das gehört so also ein biologisches System dazu.
So vielleicht als erste Information zu den aktuellen Werten, Konzentrationswerten und zu der Bewertung des Wassers, das in den Rhein abgegeben wird. Vielleicht noch einige Bemerkungen zur Nitrifikation, was wir entscheidend verändert haben gegenüber dem Normalbild. Man muss, um Bakterien dazu zu bringen, dass sie Ammonium abbauen, muss man zum einen mehr Sauerstoff in die Bewegung bringen. Und dies tun wir mit Schläuchen, die in den Becken unten eingebracht sind. Und durch diese Schläuche wird Sauerstoff in die Becken eingebracht. Das ist das eine. Und das zweite, was man tun muss, das weiß man aus der Wissenschaft und aus den Erkenntnissen, ist, dass man die Schlammkonzentration in den Becken nach oben nehmen muss. Dies haben wir stufenweise in den letzten Wochen durchgeführt, um die Kläranlage zu nitrifizieren zu bringen. Und diese Steigerung hat dann zu dem Effekt geführt, den wir uns bis jetzt noch nicht hundertprozentig erklären können. Man weiß aus vergleichbaren Fahrweisen, dass der Übergang von dem nicht nitrifizierenden Betrieb in den nitrifizierenden Betrieb immer eine kritische Situation für eine Kläranlage ist. Wir haben diesen Zustand in mehreren experimentellen Proben im Großversuch in der Kläranlage in den vergangenen Jahren erprobt und haben derartige Effekte nicht feststellen können. Wir betreiben auch parallel zur Überwachung der Kläranlage im Bezug auf der Kläranlage kleine Modellkläranlagen, sogenannte Toximeter, die erkennen müssen oder erkennen sollen, ob Substanzen für die Bakterienmasse kritisch sind. Und wir betreiben auch im Bypass zur Kläranlage eine Versuchskläranlage, die auch nitrifiziert. All diese und Einrichtungen zeigen keine Veränderung gegenüber dem Normalbild. Die Kläranlage hat eine Klärleistung in der Größenordnung von mittlerweile fast wieder Richtung 70%. Das heißt, die Klärleistung ist zu 70% gewährleistet. Zum normalen Betrieb fehlt eben das Delta von knapp 30%. Ja, und insofern gehen mehr Stoffe durch als im vollwirksamen Betrieb. Und das war ja unsere Sorge in der Nacht, die 50%, wo geht das hin? Wenn wir nicht handeln, haben wir gesagt, kann es ja sein, dass das in ein, zwei Tagen Richtung Null marschiert. Und das ist so ziemlich Worst Case für uns. Also seine Situation wollen wir verhindern, ist ja logisch. Es wird jetzt in den nächsten Tagen, wir gehen stellungsmäßig darauf ein sehr häufiges Wechselspiel der Anlagen geben. Ja, und ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wann werden wir wieder in einem normalen Zustand sein. Wir stellen uns sicherheitshalber darauf ein, dass wir in den nächsten Tagen sehr flexibel handeln müssen. Ziel ist, die Kläranlage so zügig als möglich wieder in eine stabile Situation zu bringen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Und dann können wir die Anlagen wieder voll reinnehmen und dann ist die Sache mal geklärt. Wie groß ist denn der finanzielle Schaden für die BASF durch diese herabfahrende Anlagen? Also reizvoll, das wäre natürlich zu Beginn mit einer Kalkulation, was diese Situation uns kostet. Aber ich habe strikt als Leiter des Krisenstabes bei uns gesagt, dieses Thema ist im Moment kein Thema. Unser Thema heißt, die Kläranlage vernünftig hinzukriegen. Und wenn wir die Zeit haben, werden wir selbstverständlich beginnen zu rechnen. Ich will, dass die Produktionsleute, die verantwortlich sind in der Produktion für die Betriebe, sich Gedanken machen. Und zwar jeder, ob seine Anlage jetzt schon betroffen ist oder nicht, Gedanken macht. Wie stelle ich mich auf die Sekunde oder Stunde ein, wo ich die Aufforderung bekomme, abzustellen oder wieder anzufahren oder zu drosseln? Ich habe ganz klar Instag reingehend den Auftrag gegeben, die Kostenkalkulation kommt später. Die fitte Kläranlage ist für mich Thema Nummer 1. Denn wenn die Kläranlage nicht funktionieren würde, dann brauchen wir auch gar nicht groß rechnen. Dann sind wir bei Riesenschritt. Jeder beziehen. Herr Wieder. Ich wollte vielleicht nur noch mal aus Sicht der Kommunen darauf hinweisen, dass es bisher keinerlei Beschränkungen der Einbringung kommunaler Abwässer in die Kläranlage gibt. Was bisher zurückgefahren worden ist, sind Vereinleitungen aus den Produktionsbetrieben der BASF selbst. Es gab auch zu keinem Zeitpunkt in der vergangenen Nacht und ist auch in absehbarer Zeit nicht beabsichtigt, dass die Kommunen in ihren Einleitungen Begrenzungen sich auferlegen müssen. Dies hat natürlich für die Bevölkerung auch die wichtige Information, dass es diesbezüglich jetzt auch keinerlei Einschränkungen im Sinne von Auflagen oder Informationen geben wird. Der größte Effekt kommt natürlich durch das Abschalten bestimmter Betriebe, das ist klar, das muss eine Auswirkung haben und den sehen wir auch.
Aber wir wissen, Herr Römer hat darauf hingewiesen, zumindest nicht. Wir haben das Flockungsmittel, was einen Effekt der Nachklärung zeigt, verändert in der letzten Nacht. Und dies hat eine signifikante Verbesserung ebenfalls gebracht. Es sind im Moment zwei Effekte. Und der dritte Effekt, den ich vorhin andeutete, den können wir im Moment noch nicht, weil das wirklich ein träges Gebilde ist, ein langsames Gebilde ist, den können wir bestenfalls vermuten. Wir haben gewisse Hinweise, dass sich die Kläranlage beginnt zu erholen, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt, das Erholen. Weil wir auch nicht genau wissen, was vorher passiert ist, warum es sich erholen muss. Ja. Da soll ich dann die Frage wir können nur ausschließen, dass durch bestimmte Produkte geschehen ist. Nur dazu, nur sagt es in Anführungsstrichen, um Ammonium abzubauen. Nicht dazu, auch organischen Kohlenstoff abzubauen. Das Ziel der Nitrifikation ist Abbau von Ammonium von derzeit ungefähr 40 Milligramm auf 10 Milligramm pro Liter. Und der TOC dürfte sich aufgrund der Erfahrung in den Versuchsperioden vorher nicht wesentlich verändern. Ja, seit heute 11 Uhr, ungefähr 11.10 Uhr, ab 11.11 Uhr, sitzt eine Expertengruppe zusammen. Das sind Biologen, Wasserkundler, Chemiker, Ingenieure, sowohl BASF als auch von Hochschulen, die versuchen zu erklären oder dahinter zu kommen, was ist in der Kläranlage passiert und was sind nach Wissen dieser Experten die geeigneten Maßnahmen, um die Situation zu verändern, im Positiven zu verändern. Ja, diese Gruppe haben wir gestern Abend einberufen und wie gesagt, seit heute Morgen 10:30 sitzen wir zusammen und wenn wir jetzt näher zurückkommen, werden wir sicherlich die ersten Erkenntnisse und Informationen haben. Ja, wir haben, Sie können in der Größenordnung davon ausgehen, dass es rund 10% der Betriebe sind, von der Zahl her. Aber wir haben gesagt, es ist, entspricht ungefähr 25% der TOC-Fracht im Einlauf. Und danach haben wir zum einen gezielt geguckt. Die TOC-Fracht im Einlauf nachhaltig zu reduzieren. Also rund 10% der Anlagen, aber 25% der TOC-Fracht und 30% der Wasserfracht. So, das war ein Kriterium, TOC-Fracht. Das zweite war, welche Komponenten sind besonders ausgeprägt in dem Abwasser, was in die Kläranlage geht. Unter dem Aspekt, wenn besonders gefährliche Stoffe drin sein könnten, die ohne Kläranlage im Rhein und dann gegebenenfalls zu Problemen führen würden, zumindest bei Fisch und Wasserwesen, haben wir gesagt, die nehmen wir als Erste raus, wenn es geht. Und das ging. Welche das sind? Wieder? Welche Stoffe das sind? Ah ja gut, wir haben vielleicht auch immer, wir haben so eine Handvoll Stoffe, die da runterfallen und beginnt bei Methanol und dann geht es weiter. Also Methanol, Aceton, dann Anilin und mehrere andere Stickstoffverbindungen, die bei der Produktion, beim Produktionsprozess, wo aufgrund der Gestaltung der Prozesse das Wasser mit der Produktion in Kontakt kommt, in die Kläranlage eingeleitet werden. Die Kläranlage ist für diese Stoffe adaptiert. Das Risiko besteht nur, wenn die Kläranlage in einem solchen Zustand ist, dass sie nicht mehr vernünftig arbeitet, dass auch für diese Stoffe die Arbeit nicht mehr vernünftig gemacht wird. Und deswegen haben wir uns ganz gezielt auf diese Stoffe fokussiert, um das Risiko so weit es geht zu minimieren. Was aber ist aber eine Nitrifikation? Die Entfernung von Ammonium aus dem Abwasser. Und Ammonium ist eine Verbindung aus Wasserstoff und Wasserstoff. Und die Nitrifikation bedeutet, dass man zunächst Ammonium oxidiert, also in Nitrat verwandelt, und dann das gebildete Nitrat in der Kläranlage durch organischen Substanzen denitrifizieren. Das heißt, es ist ein zweistufiger Prozess, einmal Oxidation des Ammoniums und dann Reduktion dieses gebildeten Nitrats. Das war sehr allgemein verständlich dargestellt. Lass mich mal versuchen, ich bin kein Chemiker. Also auch kein Bakterien Wir haben Substanzen im Abwasser, im Kommunal- oder industriellen Abwasser, wo Dünger drin sitzt. Ich sage mal ganz einfach, Nährstoffdünger drin und der wird rausgerückt. Versucht rauszuholen. Das ist die Aufgabe der Nitrifikation. Erhöhte Nährstoffkonzentration mit zusätzlicher Einleitung von Sauerstoff. Und das sind die technischen Maßnahmen. Wo sind da die Bakterien? Irgendwie ging es um die Bakterien. Die sind im Klärschlamm. Das ist die Biomasse.
Also Erhöhung der Biomasse und Einleitung von Sauerstoff. Und das beides zusammen hält diesen ungeordneten Dünger im Wasser zurück. Kann man diese Menge der Biomasse mal beschreiben, damit der Forscher bekommt, was das für eine Masse überhaupt ist, um die es hier geht? In einem Becken sind ungefähr 60 Tonnen. Wir haben 4 Becken, das heißt, es sind 240 Tonnen Biomasse, die in diesem Becken drin ist. Vielleicht nochmal, Frau Burmeister, zu Ihrer Frage. Vitrifikation heißt, man muss Bedingungen schaffen, dass sich Bakterien bilden, die das auch können, die sogenannten Vitrifikanten. Wie muss man durch gezielte Versuchsbedingungen, und das ist höhere Schlammkonzentration und Zugabe von Sauerstoff, muss man die fördern, dass sich bilden können? Und das ist ein Prozess, der nicht innerhalb von einem Tag geht, sondern über viele Tage sich langsam entwickelt. Und wir waren auf diesem Weg dorthin bis zu dem westlichen Nachhinein. Andersrum, wenn wir es genau wissen, können wir Ihnen sagen, daran liegt es. Aber es gibt gewisse Plausibilitätserklärungen, die du anstellen kannst. Und man hat Fachleute und man selbst hat auch ein Hirn, um miteinander sowas zu diskutieren und Wahrscheinlichkeiten festlegen und daraus Handlungen abzuleiten. So bis jetzt haben wir das Richtige gemacht, zeigen unsere Dinge. Ja, aber wir müssen wirklich Geduld haben. In welche Richtung gehen dann die Überlegungen der Experten? Bitte? In welche Richtung gehen dann schon die Überlegungen? Einmal, wir haben gemacht, anderes Forschungsmittel hilft. Wunderbar. Erstmal zurückgenommen, das zeigt das Signal, was wir dahinter sehen. Erstmal einmal die Belastung verkleinern, unnötig hoch zu machen. Zweitens, die Kläranlage der Kläranlage eine Chance geben, sich zu erholen. Dieses scheint sich zu bestätigen. Eine dritte Maßnahme könnte zum Beispiel sein, wir ändern die Klärstoffkonzentration, Sauerstoffeintrag und sowas. Das werden wir nachher diskutieren mit den Experten. Wissen wir nicht, ob das das Richtige ist. Dafür haben wir die Experten geholt. Sonst, wenn wir das könnten, dann hätten wir das entschieden. Aber noch einmal, Sie dürfen immer nur in diesem Zeitraster mehrere Stunden eine deutliche Maßnahme machen. Wenn Sie mehrere machen, wissen Sie nachher nicht, warum hat die Anlage reagiert. Das ist nicht so, wenn Sie 10 Schrauben drehen, wissen Sie nachher nicht mehr, warum dies oder jenes als Ergebnis vor Ihnen liegt. Es besteht auch die Absicht, dann, wenn die Experten sozusagen eine Analytik vorlegen, auch Therapie anbieten, dass wir sie über Lösungsansätze auch informieren. Das ist selbstverständlich. Wir wollen hier ganz bewusst Methoden runterarbeiten, also Transparenz herstellen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Herr Elwart wollte noch zur Thematik. Ich möchte sagen, dies ist kein einzigartiges Ereignis. Es ist einzigartig, weil die Kläranlage der BASF eine super große, die größte Kläranlage in Europa darstellt. Wir haben das Thema schon öfters auch bei kommunalen Kläranlagen gehabt. Wenn wir dort umgestellt haben auf Nitrifikation, Denitrifikation, dass wir Blähschlammbild und andere Dinge haben. Deswegen haben wir auch vom Ministerium einen Forschungsauftrag an eine Universität gegeben, sich diesem Thema etwas gezielter zuzuwenden, um dieses Thema dauerhaft in den Griff zu bekommen. Also, das kann durchaus 3 oder 4 Wochen weiterlaufen, ohne dass die Situation kritisch wird, ökologisch kritisch wird. Weil bei einer Leistung von rund 70% und dem Zustand des Rheins haben wir kein Problem, einen zügigen Abbau gemeinsam. Das war die Aussage auch bestätigt gerade von den Kollegen. Nur, wir wollen die Anlage zügig auf Normalzustand bringen. Das ist unser Ziel. Wir wollen verhindern, dass sie weiter abrutscht. Das ist ein weiteres Ziel. Insofern hoffen wir, dass wir schneller sind. Versprechen kann Ihnen keiner hier am Tisch, was geschieht in den nächsten Tagen. Natürlich, es gibt andere Werte, sprachen wir Methanol an. Wir liegen um Faktor 3 unter dem Wert der Fischtoxizität. Wir haben 50, 150 ist der Schwellenwert für Fischtoxizität. Also wir liegen da weit weg. Aber das wäre zum Beispiel ein anderer Wert. Methanol steigt so hoch, dass wir Fische vergiften. Das wäre nächster kritischer Wert. Nur so haben wir einige Anhaltspunkte, aber dann müssen wir zum Beispiel, wenn dieses eintreten würde, müssten wir schauen, dass wir Betriebe, die Methanol abgeben, bevorzugt rausnehmen. Das heißt, wir haben mehrere Parameter, an denen wir operieren. Also immer zulasten der Produktion, das werden wir deutlich gemacht. Ne? Das heißt, die TOC-Werte abgesenkt werden müssen, das heißt Eingriff in die Produktion. Insofern kann man nicht sagen, morgen übermorgen ist eine kritische Phase. Dann ging es zulasten der Anilin. Das ist passiert, unser Archivbeitrag vom 9. März.
Entwarnung im BASF-Störfall Ludwigshafen. Der Störfall in der Kläranlage der BASF hat bislang zu keiner Gefährdung des Rheinwassers geführt. Seit heute Nacht 2 Uhr sind 33 Anlagen des Chemiekonzernes abgestellt. Diese bleiben vorerst außer Betrieb. Die Produktion 19 weiterer Betriebsanlagen bleibe vorsorglich gedrosselt, erklärte der Arbeitsdirektor des Ludwigshafener Chemiekonzerns Helmut Becks heute Mittag auf der einberufenen Pressekonferenz im Rathaus. Den Wasserflöhen und Fischen gehe es gut. Alles liege im grünen Bereich, was die Toxizität anbelange, versicherte Becks. Allerdings seien etwa 10% der Anlagen der BASF durch die Stilllegung und Drosselung der Betriebe betroffen. Der Ludwigshafener Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte gab Entwarnung. Nein, es hat keine Gefährdung vorgelegen und wir erwarten auch keine. Wir ziehen unser Trinkwasser nicht aus dem Uferfiltrat. Also Ludwigshafener Bevölkerung ist bezogen aufs Trinkwasser in keiner Hinsicht gefährdet. Völlig unklar, nach Angaben Becks, sei die Ursache, die zur Störung im Rahmen eines Umstellungsverfahrens der Kläranlage auf umweltfreundlichere Nitrifikationsbedingungen geführt hat. Mit dem neuen Verfahren, das seit Monaten laufe, wolle die BASF eine Reduktion von Ammonium-Stickstoff-Wasserstoff-Verbindungen im Abwasser erreichen. Seit heute früh 11 Uhr fahnden Biologen und Umweltexperten nach möglichen Ursachen und beraten über weitere Maßnahmen heute und morgen am Samstag. Die Klärleistung der Kläranlage sei zu 70% gewährleistet, versicherte Becks. Ziel sei es, die Kläranlage so schnell wie möglich wieder zu stabilisieren. Zu welchem Zeitpunkt die außer Betrieb genommenen Anlagen wieder in den Normalbetrieb gehen können und über den für den Chemiekonzern entstandenen Schaden konnte der Arbeitsdirektor des Ludwigshafener Werkes noch keine Angaben machen. Für den Arbeitsdirektor Helmut Becks vom Ludwigshafener Stammwerk ist alles im grünen Bereich. Die Biologie ist ein sehr sensibles Gebilde und da ist es zu einer Störung gekommen, die wir uns heute noch nicht genau erklären können. Wobei wir aber wissen, dass Anlagen, auch kommunale Anlagen, die so umgestellt wurden, auch Probleme gezeigt haben. Was schätzen Sie, Also wir wissen, dass die Kläranlage aktuell eine Klärleistung von rund 70% hat. Wir haben unsere Frachten zurückgenommen. Insofern geht eine etwas höhere Menge Ungeklärtes oder schwach Geklärtes durch. Ist aber kein Problem, weil alles, was dort drin ist, vom Rhein sehr, sehr schnell geklärt wird. Also es hat keine Auswirkung auf die Qualitätsspeicher der Trinkwasseranlagen. Aber wir haben rund 10% der Anlagen abgefahren, stillgestellt. Und das ist ein ziemlich massiver Eingriff in unsere Produktionsstruktur. Das haben wir gemacht, um eben den Wasserschutz garantieren zu können und haben nochmal die knapp 20 Betriebe gedrosselt, um einfach die abwasserfrachtlichen Kläranlagen zu reduzieren. Ja, in der Nacht hatten wir, im frühen Morgen, so gegen 4, haben wir da die schlechten Werte. Und daraufhin haben wir eben diese ganzen Maßnahmen ergriffen. Und wir sehen jetzt eine Verbesserung der Klärfähigkeit der Anlage. Und das ist die richtige Richtung. Die müssen wir weiter verfolgen. Aber wir sind weit weg von jeder Fischtoxizität. Das heißt, die Fische, Wasserflöhe, die wir alle untersuchen, die sehr sensibel sind, sind alle topfit. Also wir haben kein Problem im Moment. Und dies ist wichtig für uns, denn die Hinweise, dass die Lebewesen im Wasser fit sind, heißt für uns, dass die Wasserqualität gut ist. Und das heißt auch dann für die Wasserentnahme, alles okay. Wir messen keine kritischen Situationen. Worms, also die Landeswasserüberwachungsstelle, misst nichts Kritisches. Insofern im Moment alles im grünen Bereich diskutieren. Ja, wir können zu den Ursachen leider im Moment noch nichts Definitives sagen. Wir haben gewisse Vermutungen, aber wir haben ein Expertenteam eingesetzt, was sich mit diesem Thema beschäftigt und wir hoffen, in 1-2 Stunden die ersten Empfehlungen zu bekommen. Der Krisenstab der Region wurde gestern Abend um 22.45 Uhr alarmiert, nachdem erhöhte Werte organischer Kohlenwasserstoffe im Wasser gemessen worden waren. Ein weiterer ausführlicher Bericht folgt im Magazin XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar in diesem Kanal. Das war XXL Info mit unserem Archivbeitrag vom 9. März zum Störfall in der BASF-Kläranlage. Und mit Hintergrundinformationen bei XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. Und uns gibt es auch im Internet unter http://hrmnews.hübermacht.net. Alternativadresse im Internet www.xxl-info.de.
www.vu. Das war's für heute. Mein Name ist Andreas Petlammer und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Weitere Auskünfte gibt's im Internet unter http://hrmnews.hybermacht.net. Alternativ www.xxl-info.de.vu. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Thank you.